Keine Frage, die Antibabypille ist bisher reine Frauensache, doch das soll sich ändern. Und so forschen Fachleute schon seit Jahren an der Pille für den Mann. Ein Forschungsteam aus den USA meldet jetzt einen Durchbruch. Die Experten und Expertinnen haben ein Mittel vorgestellt, das die Produktion der Spermien vorübergehend stoppt und nur wenige Nebenwirkungen mit sich bringen soll. Kommt dieses Mittel also tatsächlich als sicheres Verhütungsmittel in Frage und wann können wir es nutzen? Klickt zum Science & Fiction. Hier gibt es täglich faszinierende Science-Videos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen. Eine wirkliche Alternative zum Kondom haben wir Männer nicht. Und ein sicheres und wirksames Verhütungsmittel für den Mann zu finden, ist alles andere als einfach. Forschungsteams weltweit forschen schon seit Jahren mit Hochdruck daran. Sie verfolgen viele verschiedene Ansätze, die von spermienschädigenden Gels bis hin zum Samenleiterventil reichen. Aber natürlich wäre auch eine andere sichere und wirksame Hormonmethode wünschenswert. Und zwar im besten Fall eine, die keine oder nur sehr wenige Nebenwirkungen mit sich bringt. Doch um eine hormonelle Verhütung für den Mann zu entwickeln, muss eine riesige Herausforderung bewältigt werden. Und zwar lässt sich der männliche Körper in dieser Hinsicht nicht so einfach austricksen, wie es beim weiblichen Körper der Fall ist. Denn die Antibabypille täuscht diesem ja vor, dem weiblichen Körper, schwanger zu sein. So kann der Eisprung gestoppt werden, und zwar mit einer relativ niedrigen Hormondosis. Bei Männern dagegen gibt es keine natürliche Phase, in der er unfruchtbar ist. Das bedeutet, dass hohe Mengen an Hormonen notwendig sind, um die Bildung von Samenzellen zuverlässig zu verhindern. Und so zeigte sich bei den bisherigen Wirkstoffen, die für die hormonelle männliche Empfängnisverhütung entwickelt worden waren, viele unerwünschte Nebenwirkungen. Und so lautet das erklärte Ziel, das effizienteste Mittel mit den geringsten Nebenwirkungen zu finden. Im Klartext, der Wirkstoff muss die Spermaproduktion stoppen, darf dabei aber keinesfalls die männliche Libido, also die Lust, hemmen. Das hätte ja dann auch nicht so viel Sinn. Die Ergebnisse eines US-Forschungsteams geben jetzt neue Hoffnung. Der Wirkstoff, Achtung, namens 11-Beta-Methyl-19, Nordtestosteron-Dodecylcarbonat oder abgekürzt 11-Beta-MN-TDC, einfacher, soll die körpereigene Produktion von Testosteron in den Hoden stoppen. Dabei handelt es sich um das wichtigste männliche Sexualhormon. So wird dann letztendlich auch die Produktion von Spermien gestoppt. Dazu Christina Wang, die an der Studie beteiligt war. Unsere Ergebnisse zeigen, dass diese Pille die Spermienproduktion reduziert, aber die Libido aufrecht hält. 40 gesunde Männer zwischen 18 und 50 Jahren hatten an der Studie teilgenommen. 30 von ihnen hatten tatsächlich die neu entwickelte Pille für den Mann eingenommen. Die anderen 10 Teilnehmer dagegen erhielten ein Placebo, also ein wirkungsloses Medikament. Der Test lief 28 Tage lang und das Ergebnis ist tatsächlich vielversprechend, denn auch wenn einige Männer unter Gewichtszunahme und leichten Kopfschmerzen klagten, wirkt die Pille. Leichte Nebenwirkungen wie Müdigkeit oder Akne gab es nur bei wenigen Männern. Doch der Test zeigte auch, dass einige Tester an Potenzproblemen litten. 2 Männer litten unter einer leichten erektilen Dysfunktion, also einer Erektionsstörung. 5 Teilnehmer gaben an, dass ihr Sexualtrieb durch die Pille leicht abgenommen hatte. Dennoch ist das Forschungsteam optimistisch, bald einen Durchbruch zu erzielen. Schon in 10 Jahren könnte demnach ein hormonelles Mittel zur Empfängnisverhütung für Männer auf den Markt kommen. Dazu Stephanie Page von der University of Washington in Seattle. Wir arbeiten parallel an 2 oralen Verhütungsmitteln, um das Feld der Verhütungsmedizin voranzubringen und den besten Wirkstoff zu finden. Fest steht, dass das neu entwickelte Mittel vor einer möglichen Marktzulassung noch viele langwierige Prozesse durchlaufen muss. Das ist bei der Zulassung von Medikamenten so üblich. So wurde das Mittel bisher lediglich in einer sogenannten Phase-1-Studie getestet, bei der nur wenige Probanden teilnehmen. Erst danach folgen umfangreiche Tests. Diese Phase-2- und Phase-3-Studien laufen dann aber meistens über viele Jahre. Erst wenn diese Studien erfolgreich sind, darf das Präparat zugelassen werden und so lässt die Alternative zum Kondom erst einmal noch auf sich warten. Und noch bei einem anderen Thema spielt die Chemie in unserem Körper eine große Rolle. Neue Epidemie, Einsamkeit, das macht sie mit unserem Körper. Draufklicken, anschauen und natürlich Klicks und Science & Fiction abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Bis dann, bleibt dran.